herzlich willkommen zurück zu I Wanna Find My Destiny. So, ab jetzt kann das Spiel eigentlich nur noch gut und besser werden, ja, weil wir die Wasserwelt geschafft haben, ja, beim letzten Mal. Ich war wirklich, als ich das, also mal abgesehen von dem, dass ich es halt am Ende doch zusammengeschnitten habe, war ich wirklich schon beim letzten Boss gewesen, also beim letzten Boss, bla bla blub blub, bei der letzten Phase von dem Boss gewesen. Und ich war ein wenig überrascht, um ehrlich zu sein. Aber ich hab's genommen, weil es war unter Wasser und unter Wasser ist scheiße, so. Okay. So. Welt 7 ist obviously irgendwie Desert und Gebüms als Theme. Wow, das war... Oder Einöde oder so. Also auf jeden Fall ist der Raum so aufgebaut, dass wir hier einmal durch müssen und dann um mehr oder weniger an der gleichen Stelle oben links wieder aus dem Bildschirm rauszugehen. Ach, fick doch die Oma. So. Aber wie gesagt, ich hab... Jetzt wo die Wasserwelt raus ist, habe ich Angst vor nichts mehr einfach. Keine Ahnung, Eis hatten wir auch schon. Das Einzige, was halt jetzt noch kommen kann, sind schwere Sprünge. Und... Oh mein Gott. Und anscheinend ist das genau das, was passieren wird. Schwere Sprünge. Oh mein Gott. Also, jetzt mal abgesehen, ja, davon, dass die Sprünge ziemlich knapp mal wieder sind und nicht easy und so. Man kann sich halt auch echt dumm anstellen, ne? Ja, boah, au. Ne. Problem ist halt, da oben an den einen Block komme ich halt nicht ran. Das ist halt... Hatten wir den Hintergrund eigentlich nicht schon mal? Oder vertue ich mich jetzt gerade so? Kommt der irgendwie voll bekannt vor, als ob der in dem Spiel schon mal irgendwo verwendet geworden wäre, Tarn. Unten rum oder oben rum? Boah, das könnte beides sein. Oben rum geht auf jeden Fall. Alter Schwede. Sprünge sind halt literally alle super close, einfach nur. Okay. So, und da haben wir unser Feature von der Welt. Okay, die machen mich, die geben so einen Boost mehr oder weniger. Oder sie können so einen Boost geben. Okay. Funny! Und was man auch merkt, oh mein Gott, was aber auch ziemlich sicher geschuldet ist, der Tatsache, dass wir in Welt 7 sind, die Speicherpunkte werden ja sowas von rar, irgendwie. Also ansonsten hattest du halt in der Regel so einen Zwischenspeicherpunkt, aber wenn du dir das jetzt hier anguckst, hier ist nichts. Aber literally nichts. Halt der eine Speicherpunkt am Anfang. Ach shit, die Fackelbohnen. Das war's dann. Boah. Also ohne Spaß, also von der Schwierigkeitsgrad, vom Schwierigkeitskurve Dingsbums. Wow. Also, von der Schwierigkeitskurve nur, um das nochmal aufzugreifen gerade. Sehr viel besser kannst du es schon fast nicht machen. Also von den ersten Welten, die halt echt relativ simpel waren. Das wird halt ein Drop werden, wo ich sterben werde. Nicht, okay, na Moment, ich hab nichts gesagt. Was ich aber ganz cool finde daran ist, dass wir jetzt durch so zwei Bildschirme gegangen sind, und die werden halt
gleich beide nochmal sehen werden tun. Weil, Alter. Bitte. Nein! Oh mein Gott. Die werden wir beide nochmal sehen, weil wir gesehen haben, dass da noch Passagen gibt, wo man rumjumpen kann. Und das, wie gesagt, habe ich ja schon mal gesagt, das hat er auch schon mal gemacht. Finde ich ja ziemlich cool. So, schon mal zum Anteasern, was man noch alles erleben wird. Ohne Spaß, das war so super lucky, dass ich hier beim First Try die beiden Jumps da geschafft habe. Ja, das war super lucky, leck mich mal am Arsch. Ah. Okay. Okay. Okay, dankeschön. Okay, okay. Fuck my life. Ich hab halt nicht, das würde wieder einer dieser Ding siehst, wo ich nicht hingeguckt habe, wo ich hin muss. Kann ich nicht auch? Na, wahrscheinlich kann ich das nicht. Sicher, also in dem Spiel habe ich, glaube ich, noch... Habe ich in dem Spiel überhaupt schon irgendwann mal abgekürzt? Ich glaube eher nicht. Aber ich will es zumindest mal ausprobiert haben. Nur um das ausschließen zu können. Okay, jetzt gerade läuft es nicht. Komm schon, oh mein Gott, du musst das Ding halt schon berühren. What the fuck? Aha. Ne, geht nicht. Natürlich geht das nicht. Wie gesagt, hier sind alle Eventualitäten sind halt einfach mal ausgeschlossen. Das Gefühl, die Webcam. Ja, die Webcam. Warum sag ich mal Webcam? Die Facecam? Oder ich stand schon da oben. Ist wieder irgendwie ein bisschen verrutscht. Oh mein Gott, ja, das Problem ist, wenn man da auf der Wolke zu weit mittig ist. Ja, mhm, fuck you. Aber wie soll das denn gehen, wenn man fragen darf? So. So geht das. Okay. Puh, scheiße, ich hab schon wieder nicht hingeguckt. Das ist echt voll die Krankheit. Vielleicht sollte ich erstmal, insbesondere bei solchen Aktionen hier, erstmal gucken, wo ich hin muss und dann erst jumpen. Alter. Das ist gemein. Boah, alter Schwede. Das sind jetzt mittlerweile... Aber wie gesagt, ich finde das absolut cool. Mir macht das Spaß, wie gesagt. Und jetzt, wo die Wasserwelt halt auch... die Wasserwelt halt auch raus ist, kann ich auch behaupten, dass es mir auch weiterhin Spaß machen wird. Egal, was da so kommen mag. Die Herausforderung an sich mag ich ja. Da habe ich es fast falsch gemacht. So, jetzt hier rum. Hier war man. Das ist nämlich der Raum, wo wir eben... Oh mein Gott, da ist ein Gate. Da ist ein Gate Jump. Oh, pff. Ist geschickt. Geschickt an der Wolke dran vorbeigejumpt. Ach komm. Weißt du, einmal war lustig und jetzt reicht doch wieder, ja? Ja, mhm. Ach komm! Alter, weißt du, so ein Pimpel-Skate-Jump einfach. Easy peasy lemon squeezy, sollte man meinen. Ach, ich darf da nicht so nah rangehen an das Gate. Muss da zumindest ein bisschen Abstand wahren. Damit das gut funktioniert. Ach komm, ey. Ja, mhm, ja. Ah,
Das ist doch scheiße. Jetzt mal ohne Spaß. Das ist doch ohne Spaß, das Geld, als ob... Keine Ahnung, als ob ich da irgendwas fundamental falsch mache, als ob ich irgendwo anders hin müsste. Kann das denn sein, dass ich an einem Gatejump jetzt so hart ver... Ohne Spaß. Das ist doch komisch. Ich weiß, also, mir kommt das so vor, als ob ich da durchkommen würde und dann plötzlich stirbt er einfach. Jetzt wird da irgendwas Unsichtbares. Okay, also anscheinend ein obviously nichts Unsichtbares. So, speichern mal. Ja, das dachte ich mir schon. Ja, okay. Muss ich irgendwie sein Ei kaputt machen oder so? Oder? Alter, what the motherfucking shit. Nee, Moment, da darf ich nicht so lange warten. Hier muss ich warten. Alter, oder auch nicht, what the fuck? Nee. Das ist doch scheiße, what the fuck? Ohne Scheiß, ich check das gerade nicht, wa? Ne, der Sprung ist nicht möglich. Weil der Vogel, der nimmt mich halt voll hart auseinander, ja. Nee, ist doch scheiße. Ich bin gerade so ein bisschen... Wie in Gottes Namen. Also Mann, ich kann ihn da unten dodgen, indem ich das hier mache. Ja, also da, das ist keine Stelle, wo ich wirklich warten kann. Habe ich das Gefühl. Da muss ich da, okay. Alter, der Vogel ist crazy. Naja, ja. Nee, aber da muss ich, ohne Spaß, ich muss den irgendwie einmal so austricksen. Ach komm schon. Dass er halt... Nein. Ist im Endeffekt einmal so dodgen und dann direkt nochmal dahin gehen. Nee, das ist doch scheiße. Wie habe ich das denn eben gemacht, ey? Wow, cool. Da dachte ich gerade... Smart-Ass Motherfucker hat gesprochen, aber... Spaß. So, und jetzt muss ich mich beeilen. Ach nein, weißt du, und dann musst du dich beeilen, dann ist da ein schwerer Sprung dabei. Das heißt ein schwerer Sprung, ja, aber... Ein... Ach komm, was denn? Alter, ohne Spaß. Oh mein Gott, da geht doch nach oben. Da war ich ja sowas von auf dem Ding drauf. Aber Mr. von und zu ololol, das mal wieder nicht eingesehen. Ach, das ist doch scheiße. Warum muss dann, weißt du, warum muss dann da so ein Sprung dabei dazwischen sein? Das war der Fail, war es nicht, okay. Ja, cool. Weißt du, der Sprung da, der tötet mich halt jetzt jedes Mal. Und der Kacki-Vogel macht einfach, was er will. Und, warum warte ich hier? Not quite sure. Da wir das Spiel ja mittlerweile, also das ist die 2, die Zahl 2 ist irgendwie so ein bisschen heilig in dem Spiel. Das heißt, oh mein Gott. Das heißt, wir werden den Vogel auch noch ein zweites Mal sehen irgendwann. So. Ach, lass mich doch da unten. Alter. Bounce-Wölkchen hier.
Ach,